Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Trick and Treat. Bevor wir weiterspielen, wollte ich das hier ja noch einmal ausprobieren. Wenn wir nämlich die falsche Antwort geben, ich glaube, die falsche ist nämlich, ups, sie liebt dich nicht. Wieso? Oh, ich weiß es. Ich sollte ihr Blumen bringen. Blumen, die süßer sind und roter. Das ist ja süß. Ah, Dead End 2. Die Liebe macht die Menschen blind. Ist ja cool. Das war also wirklich so ein Dead End. Das schreibe ich mir mal ganz kurz auf. Das bedeutet aber, irgendwo gibt es wahrscheinlich noch Dead End 1 und das haben wir bereits verpasst. Wo könnte das denn sein? Vielleicht habt ihr ja eine Idee, dann könnt ihr Bescheid sagen. So, jetzt gehen wir aber wieder in die Lobby, würde ich sagen. Ach ja, da ist der Geist. Hallöchen, Geist. Oh, da passiert nichts. Er ist halt ein Geist. Man kann durch ihn durchlaufen. Wer sind die denn? Okay, mit denen kann man auch nicht sprechen. Das sind wirklich sowas wie Erscheinungen, die hier... Oh, und noch ein Geist. Was ist denn hier los? So, dann gehen wir mal lieber außen rum. Und dann denke ich doch mal, dass der Schlüssel hierfür sein wird. Probieren wir es mal aus. Ja, super. Hat geklappt. Die Tür ist jetzt offen. Aha, tatsächlich. Das ist ein, ja, ein Anziehzimmer sozusagen. Ich gucke mir hier die Sachen an, aber es passiert nichts. Starr mich nicht an, das ist unverschämt. Oh, tut mir leid, obwohl ich dich gar nicht sehen kann. Oh, okay. Das dürfen wir nicht machen. Ah, vielleicht sehen wir sie gleich im Spiegel, hinter uns dann. Oh, berühre nicht meinen Schrank. Okay, ist ja gut. Aber da ist niemand. Aber einen Schrank sehen wir in der Reflexion, ne? Da hinten. Ich guck mal. Hier? Oder wo ist der? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Hier muss irgendwo was sein. Oder? Oder ist der hier einfach gemeint? Aber ich darf ja nicht... Okay, vielleicht muss ich von der anderen Seite aus. Nee, trotzdem geht das nicht. Wo ist hier was? Irgendwo ist hier was. Ich drücke einfach mal wie wild hier rum. Irgendwas müssen wir hier doch finden können. Oder muss ich hier erst wieder raus? Aber hier ist auch ein Zimmer, ne? Wieso kommen wir da denn gar nicht hin? Irgendwas muss doch hier drin sein. Oh, der Typ ist weg. Oh. Okay, Miss Charlotte sollte nicht von solchen Dingen aufgehalten werden. Okay. Und was ist hier drüben? Was ist deine Zimmernummer? Okay. Seht ihr da den Geist? Das ist ja auch voll süß. Hui. Oh, das ist auch fies. Hier war ja auch irgendwo ein... Ach so. Okay, das Feuer ist an. Viele Bücher. Hier war ja auch irgendwo ein Knopf gewesen. Den hatten wir auch schon betätigt, ne? Trick or Trap. Ich guck noch mal hier drüben. Liest du gerne Dracula? Okay. Welcher Chandelier? Genau, da ist der Mann. Schwarze Katze. Hm. Was müssen wir noch machen? Wir finden das schon noch heraus. Ach so, stimmt. Wir sagen mal, es ist bereit. Oha. Was ist denn das? Ach. Hätten wir das jetzt eigentlich erst lösen können, das Rätsel? Wartet mal. Wie viele Geister sind das denn jetzt? Wieder zwei. Zwei mal drei sind sechs. Minus drei sind aber trotzdem drei. Das gibt's ja nicht. Naja, egal. Was soll's. Aber du siehst irgendwie böse aus. Wir reden mal mit ihm. Hilf mir, hilf uns allen. Oh, kannst du das für mich waschen? Ja, klar. Was ist das denn? Das ist wirklich nett von dir. Eine Menge ist auf mich draufgeplört. Ah, okay. Wir haben hier eine Decke und die ist ziemlich klebrig und dreckig. Die ist ja voller roter Flecken. Und dieser Geruch. Was stimmt nur nicht mit diesem Esszimmer? Das ist ein totales Durcheinander. Bitte. Bitte. Huch, wo ist der Geist hin? Beschäftigt. Es ist so schwer, alles sauber zu bekommen. Das glaube ich dir. Es sieht ja hier auch schrecklich aus.
Okay, da scheint aber jetzt nichts drin zu sein. Da ist die Uhr. Da sind wieder die Kürbisse, die aber diesmal böser aussehen. Nochmal Candy. Hier scheint sich nichts verändert zu haben. Ah, ach so, da ist Tee. Alle Packungen sind rot. Ist das Früchtetee? Verschiedene Arten von Tee, aber die sind alle abgelaufen. Okay. So, es gab hier ja ein Badezimmer. Jetzt weiß ich nur nicht sicher, wo das war. Ich glaube hier, ne? So, da müsste das ja eigentlich möglich sein, das da drin zu waschen. Okay, sie bietet es mir... Ah, okay, ich glaube nicht, dass wir das einfach nur mit Wasser sauber bekommen. Ist hier denn irgendwo sowas zum Säubern? Ach ja, das ist ja kaputt. Eine saubere Toilette. Und wenn du es einfach in die Toilette tust? Nee, wie gesagt, es ist gar nicht erst auswählbar. Das ist das Problem. Okay, so kriegen wir das also nicht einfach sauber. Dann muss ich wohl hier nochmal alles absuchen. Weil ich weiß nicht, was es sonst... Wow, okay, hier ist plötzlich ein Buch erschienen. Das war vorher definitiv nicht da. Das ist, glaube ich, von... Ui, unter dem Tisch hervorgekrochen. Was ist denn hier jetzt plötzlich los? Ich guck mal nochmal, vielleicht ist ja doch hier dann noch was passiert. Miss Charlotte wird das nicht mögen. Das ist ein Bild einer Tomate. Ah, hier ist Seife. Hm, aber da ist kein Wasser. Ja, kein Problem. Hier drüben. Hier drüben ist... Da können wir jetzt alles benutzen. Ach so, vielleicht macht sie das jetzt automatisch doch. Ah, diese Flecken sind so beunruhigend. Wo sind meine Tisch... Oh, ach so, wo bleiben da die Tischmanieren? Hä? Da ist etwas drin... gefaltet worden. Oh. Oh, okay. Momentchen. Das ist bestimmt Teil eines Rätsels. Also erst die gelben Klamotten, dann lila, dann blau und dann rosa. Okay. Eine Magazinseite gefunden. Alles klar. Ich werde dieses Durcheinander sauber machen. Ach, wie süß. Jetzt setzt sie sich echt dahin und macht das. Und es ist nichts Schreckliches geschehen? Fertig! Ich sollte nicht vergessen, es zurückzugeben. Oh, es hat sich jetzt umgekehrt. Was, bilde ich mir das etwa ein? Das Zimmer scheint ganz verändert zu sein. Das bildest du dir nicht ein. Ich habe keine Ahnung, was darin ist und ich will es auch nicht wissen. Da sind viele Handabdrücke und Flecken. Es wäre schrecklich, wenn ich dieses Haus reinigen müsste. Boah, die Badewanne. Es stinkt ganz schrecklich. Voller roter Flüssigkeit. Der Abfluss ist verstopft. Ist hier noch was? Es geht nicht auf. Ist wahrscheinlich auch besser so. So, dann gehen wir jetzt hier ran. Es ist bereit. So, mein Lieber, ich habe was für dich. Ja, wir haben ihm das Tischtuch zurückgegeben. Ah, danke. Es ist so schön und sauber. Übrigens, es gibt ein weiteres. Auf der anderen Seite? Dieser Ort? Hier wurden Partys abgehalten. Es ist wichtig, aufmerksam zu sein, wie du ausschaust. Hä? Es gab Partys? Ja, nun kommt niemand mehr. Danke, es ist so schön und sauber. Das freut mich total für dich, aber... Ich mach mal wieder das Flashlight aus, das nervt gerade ein bisschen. Tja, ich habe dir jetzt geholfen. Es gab einst Partys. Du musst darauf achten, wie du ausschaust. Okay, also wir hatten ja den Raum mit den Kleidern. Heißt das, ich soll jetzt welche von den Kleidern anziehen, damit ich ansehnlich bin, falls hier mal eine Party ist? Da hatte ich ja gar nicht so Unrecht mit der Party hier in der Lobby, ey. Hier gibt's eine Party. Dann gucke ich jetzt nochmal da oben. Vielleicht hat sich ja jetzt dadurch doch nochmal was geändert. Ach, ich hatte gerade gespeichert, oder? Ich speichere nochmal. Kann nicht schaden. So, na dann. Hat sich jetzt hier was verändert? Sieht eigentlich immer noch gleich aus. Ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass diese Klamotten nach einer bestimmten Farbe oder so aussehen würden. Okay, hier hat sich immer noch nichts verändert. Was habe ich? Ich habe nichts... Ach so! Vielleicht findet sie das hier aber gut. Nee? Ah, das ist die Seite, die ich verloren habe.
Ach, ich habe mir so solch einen Kopf gemacht wegen all dieser Kleider. Vielleicht kannst du mir helfen. Aber klar doch. Wow, was ist das denn? Lila? Ach, das ist doch blöd. Au. Sie ist ein bisschen sauer auf mich. Ernsthaft jetzt? Ich muss jetzt im richtigen Moment immer das anhalten? Das ist ja schrecklich. Gucken wir mal, was kommt. Lila. Es ist immer eins später, leider. Oh, das ist nicht übel. Aber ich glaube, ich möchte nicht an der Dinnerparty teilnehmen. Das kannst du mitnehmen. Viel Spaß. Danke. Einladung erhalten. Na, dann sollte ich dir das ja auch zurückgeben. Magazinseite gegeben. Ich glaube, mit dieser Einladung komme ich jetzt an weitere Orte. Wo ist Miss Charlotte? Ah, okay. Dann war das eben wohl doch nur Glück. Ich dachte schon, jetzt müssen wir echt alle vier Kleider zusammenbekommen. Das wäre ja total verrückt gewesen. Vor allem, wo ich doch so ungeschickt bin bei solchen, ja, Geschicklichkeitssachen halt. Bei Geschicklichkeitsaufgaben. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich hier oben lang, oder? Nee. Ah, okay. Oder hier links vielleicht? Okay, was ist deine Zimmernummer? Oder muss ich das hier vielleicht... Ah, Moment. Item. Ah, an den Gast in Raum 202. 202. Aha, sehr schön. Wir wagen uns immer tiefer hinein in das Schloss. Ich bin so müde. Aber ich darf nicht schlafen, nicht jetzt. Was, wenn ich alles vergesse, nachdem ich schlafe? Was, wenn ich nicht wieder erwachen kann? Vielleicht ist Miss Charlotte nach oben gegangen. Dieses Haus ist wirklich seltsam. Oh, jetzt wird's hier wirklich dunkel. Deswegen hat sie auch direkt hier die Taschenlampe ausgepackt. So, hier haben wir nochmal 15 Candy. Hieß! Ach, danke sehr, Buch. Du bist ein liebes Buch. Ich gehe erstmal hier lang. Wow, das sind viele Bücher. Geschichtsbücher, magische Bücher, also Bücher über Magie, denke ich mal. Die könnten in fremden Sprachen geschrieben sein. Was haben wir denn hier? Ein paar Zeitungsausschnitte in einem Kriminalroman. 17.08.2009. Diebstähle und Mörder, bitte passen Sie auf. Und Mörder? Morde. Ein Zeuge hat berichtet, dass die Bösewichte scheinbar zwei Männer sind. Der junge Mann war sehr verführerisch und hat die Opfer dazu gebracht, zu ihnen zu kommen, während der ältere Mann dann offenbarte, dass er sehr geschickt ist im Umgang mit Waffen. Also das wird wahrscheinlich hier dieser Vampir sein. Der Vampire sind ja so ziemlich charming und können die Leute dann so um den Finger wickeln. Und dann war vielleicht sein Diener derjenige, der die dann umgebracht hat oder so. Weiß ich nicht. Ein Teleskop. Hier sind Horrorromane. Dracula, die 2015er Edition. Brandneu. Dracula, die 1879er Edition. Das ist von vor langer Zeit. Zwischen den Büchern ein Tabloid. Also wieder ein Schriftstück. 1906. Der verloren gegangene Prinz. Nach dem Ball letzte Woche konnte der Prinz nirgendwo aufgefunden werden. Gerüchte besagen, dass sich der Prinz mit einem geheimen Liebhaber getroffen hat. Das glauben einige, weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Ach nee, und manche glauben, dass es nicht deswegen ist, weil er einen geheimen Lover hätte, sondern weil seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Eine Freundin, die mit dem Prinzen Schluss macht, das ist ja eine Sauerei. Aber es könnte auch ein Mord sein. Ah, ein ebenfalls vermisster Diener wird verdächtigt. Das bestimmt... Ja, das sind bestimmt die beiden. Könnte ich mir gut vorstellen. So, hier haben wir wieder 12 Candies. Mythologie und Folklore. Das sind ein paar Reiseführer und Broschüren von Freizeitparks. Auch Vampire wollen mal in den Freizeitpark. Dieses Haus ist verflucht. Wer wird glücklich sein? Die Monster, die darin leben? Oder die Gäste, die eintreten. Das ist ein alter Schreibtisch oder ein alter Schrank mit vielen Schubladen. So, das sind auch wieder Reiseführer. Was haben wir denn hier?
Ein grünes Buch im Inneren. Mit einem Mund auf dem Cover. Es scheint etwas sagen zu wollen. Vorsicht! Und da ist ein schwarzes Buch. Es scheint zu atmen. Geh weg! Redet das Buch etwa? Ne. Ich werde hier bestimmt keine magischen, verfluchten Bücher loslassen. Auf die Welt. Ein komplettes Set von Abenteuerromanen. Sehr interessant. Was haben wir denn hier oben noch? Viele Bücher. Da ist ein kleiner Tippfehler. Horrorromane mit vielen Notizen in ihnen. Nein! Jetzt fängt hier jemand an zu bohren. Um die Mittagszeit. Das ist ja mal eine Sauerei. 24 Candies. Viele wunderschöne Illustrationen, Comicbücher, Horrornotizen mit vielen Notizen darin, Romanzen. Und hier auch viele Bücher. Genau, es müsste Shelfes sein. Also, ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber zumindest weiß ich, dass man es noch mit einem H schreibt. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier raus, speichern nochmal und dann gucken wir uns an, was passiert, wenn wir diese Bücher... Vor allem dieses hier sieht ja doch ziemlich böse aus. Obwohl, nee, wir machen mal das Grüne. Ach, guckt mal. Es hat richtig ein Maul. Jo, danke, Sweetheart, dass du mich rausgelassen hast. Oh, selbst eine limitierte Edition wie ich braucht manchmal ein bisschen Frischluft. Ja, klar. Oh, und ich brauche was Neues zu lesen. Was? Was ist? Was ist das für ein Ort? Dieser Ort? Ich lebe auf dieser Ebene, solange ich mich erinnern kann. Ich war noch nie woanders. Aber vielleicht sind dir ja die Farben der Türen hier aufgefallen. Es gibt jeweils eine Farbe, die von jedem Zimmer bevorzugt wird. Das Zimmer bevorzugt eine Farbe? Eine junge Hexe? Nein, ich habe noch nie eine Hexe gesehen. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit hier drin gelesen habe. Was ist das dort drüben? Oh, er ist gefährlich. Und immer am Verhungern. Lass ihn bloß nicht frei oder die ganze Bücherei wird ein Riesendurcheinander werden. Aha. Was ist denn das hier für ein Buch jetzt? Blaues Buch gefunden. Ich glaube, den mussten wir wirklich freilassen. Oder? Moment. Auf jeden Fall finde ich ihn sehr lustig. Ich speichere mal nochmal darauf. Ich probiere das jetzt natürlich aus. Es scheint zu atmen. Und? Das sieht echt ziemlich fies aus. Okay. Ah, Dead End 4. Manche Bücher sind nett zu lesen und manche Menschen sind nett zu essen. Das ist ja geil. Voll lustig. Dead End 4. Also haben wir schon wieder was verpasst. Also wenn euch irgendwie aufgefallen ist, wo ein Dead End sein könnte, dann sagt ruhig Bescheid. Dann holen wir uns das noch. Na gut, ihr Lieben, an der Stelle mache ich aber erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Trick and Treat wieder. Also dann bis dann. Ciao, ciao.